Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Agnieszka, ich komme aus Polen. Ich bin 27 Jahre alt. Heute werde ich Jussej von Lohendegel singen. Und ich habe meine ganze Familie mitgebracht, also meinen Bruder, meine Schwester und meinen Vater. Wir sind 1000 Kilometer gefahren. Ja. Wow. Du lebst nicht in Deutschland. Du sprichst total gut Deutsch. Ja, wie kann das denn? Also, ich habe 3 Jahre lang Deutsch studiert. Ja. Und bei YouTube-Videos habe ich meine deutsche Sprache geübt. Und wie lange singst du schon? Also als ich Kind war, habe ich gesungen. Also das ist 26. Wow. Ja. Also ich habe schon gesungen, weil wenn ich geboren bin. Ja. Ich find deine Energie so toll, dass ich super neugierig werde, wie du singst, weil du hast so eine fröhliche, glückliche Art mit ganz viel Energie und dann bin ich gespannt. Bitte, Agnieszka, leg mal los. Okay, danke. Viel Spaß. Voices in my mind that say I'm not enough. Alter, ich krieg Gänsehaut. Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut. Wow! Every single lie that tells me I will never measure it. Am I more than just the sum of every high and every remind me once again just who I am, because I need to know. Eine Hammer-Performance mit einer Hammer-Stimme. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Also ich könnte jetzt auch noch weiterhören. Ich bin so geflasht. Agnieszka, sage ich das so richtig? Agnieszka? Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka.
Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka. Ich muss ja sagen, wie du hier reinkommst, deine Persönlichkeit ist so warm, so spontan. Und das finde ich schon ja jetzt echt so nett und echt süß. Deine Stimme ist echt toll. Das hat mich auch berührt. Hier, die Brüder hatten ja Gänsehaut. Und ich finde es auch so, es ist immer so verletzlich, wenn jemand auf der Bühne steht, alleine. Und ich möchte dir sehr danken für deine Performance, weil es so aufrichtig war. Ich weiß nicht genau, ob die hohen Töne genauso klingen müssen. Ich bin kein Sänger, du kommst eher aus dem Bereich. Bei mir gab es die Gänsehaut am Anfang und ich finde es einfach mega. Du hast diese Natürlichkeit, diese Fröhlichkeit und das möchte ich einfach an der Stelle nochmal sagen. Du bist ein ganz toller Typ. Ja. Danke, ich habe lange darauf gewartet. Ja. Ich finde deine Persönlichkeit großartig. Ich finde es total sympathisch, wie du rüberkommst. Ich habe ein bisschen Nervosität gespürt und auch in deine Stimme. Aber ich fand deine Stimme sehr facettenreich, was ihr schon gesagt habt. Die Tiefen und auch die Höhenstimme. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Kontrolle hast über deine Stimme, könnten wir noch mehr Gänsehaut bekommen. Ich glaube, wenn sie nur selbstsicherer wäre, genau, wird sie alle umhauen. Sie muss einfach ruhig bleiben und Gas geben! Bin ich auch. Michael. Also diese Sendung heißt der Supertalent und wenn deine Stimme kein Supertalent ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und wenn sie weiterkommen sollte und sie das wünscht, helfe ich ihr beim Styling, dass ihr auch von den Socken gehauen wird. Also, ohne Entscheidung. Ich gebe ein Ja. Ich gebe auch ein Ja. Ja. Ich gebe auch ein Ja. Danke. Ich gebe auch ein Ja. Und ich gebe auch ein Ja. Ja. Du bist in der Entscheidung dabei. Gratuliere. Ja, danke, danke. Tschüss.